mir ist ihr Geheimnis. Na, wenn ich nerve, dann mache ich das charmant und nett. Ich kann auch ernst sein, ja? Mhm. Aber erstmal kann man es ja charmant und nett versuchen. Da kommt man ganz schön weit mit, ne? Aber man muss beharrlich bleiben. Und was ich ja immer hatte, ich bin ja immer oft unterschätzt worden, ne? Ich war ja damals noch viel jünger. Ich war Berlins jüngste Europabeauftragte. Und da haben die erstmal alle gesagt, naja, werden wir mal gucken, ne? Ob die Kleine hier was hinkriegt. Echt so? Na klar. Das versuche ich jetzt auch in der Bundespolitik. Dieses Prinzip, wer teilt, gewinnt. Ja? Mhm. Ich bin davon wirklich überzeugt, dass du, wenn du zusammenarbeitest, wenn du sagst, komm, auch mit anderen Bundespolitikern zusammen, auch mit anderen Regierungsmitgliedern, wir können was zusammen machen. Es wird dann besser. Ja? Wir haben jetzt mit Jens Spahn zusammen und Hubertus Heil haben wir ja die große Aktion Pflege gemacht. Ostdeutschen hieß es ja Geher und Steher. Naja, also Rot ist natürlich eine schöne Farbe, ne? Aber ansonsten bin ich eher so der Typ, der gerne, ne? Nur wer selber läuft, bestimmt den Weg. Und ich mache mich gerne auf den Weg und versuche, was Gutes zu erreichen. Ne? Auch wenn es grün ist? Ja, na, manchmal ist ja grün auch schön, ja? Wieso sind Sie so, dass Sie sagen, oh, ist halt so, wir gehen weiter? Es lebt sich besser, wenn man so ist, ne? Also, wissen Sie, Socke ist doch, also ich glaube, wer hat denn das gesagt? Der Karl Valentin, ja? Der hat gesagt, ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Egal was kommt, es wird gut sowieso. Sie waren die erste Bezirksbürgermeisterin in Neukölln. Ja, es gab bisher nur Männer bis dahin, ja. Genau. Eine Frau in so einem harten Bezirk, ist das ja. So, wie geht das? Menschen unterstützen, fördern, begleiten. Und das andere ist aber auch zu sagen, es gibt auch ein Stoppsignal. Es gibt ein Stoppsignal für alle diejenigen, die das Gemeinwohl missachten, die Grenzen der Demokratie verlassen, die sich nicht an Regeln halten. Was macht man? Und ich finde, na klare Kante. Wir müssen gegen kriminelle Clanstrukturen wirken. Wir müssen zusammenarbeiten. Polizei, LKA, die Ordnungsämter, die Jugendämter. Das muss zusammenlaufen, damit wir also letztendlich besser organisiert sind als die organisierte Kriminalität. Hallo, Tagchen, Franziska Giffey, Ihre Bundesfamilienministerin. Hallo. Ist die richtige? Die ist mit da. Wir müssen tauschen. Genau. Sie haben mich damit den Ruf einer Hardlinerin eingefangen, die sozusagen durchgreift. Also ich kann lediglich sagen, wäre gut, wenn bestehende Regeln eingehalten und durchgesetzt werden. Wenn man damit schon den Ruf einer Hardlinerin kriegt, finde ich es zumindest bemerkenswert. Sind Sie eine Gourmet-Esserin? Also Hauptsache ist, dass es schmeckt, oder? Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Das ist halt meine Stadt. Ich finde, Berlin ist eine der tollsten Städte der Welt. Wie oft kann man eigentlich noch, wenn man Bundesregierung ist, U-Bahn fahren? Das ist eine gute Frage. Ich mache das öfter. Echt? Ich soll immer nicht, aber... Geht das? Ich mache es einfach. Ich muss ja meine Bund... Also ich muss ja noch irgendwie normal bleiben. Was gibt's denn, was Sie gerne machen würden, was Sie nicht mehr machen könnten? So, wenn du so unbehelligt ins Schwimmbad gehst. Echt? Verrückte bunte Reise, mal Tinnitus und mal leise. Ihre Doktorarbeit wurde von irgendwelchen Menschen angerempelt. Man sagte, sie hatten plagiiert. Für mich ist entscheidend, dass dieser Grundvorwurf, dass das nicht meine Arbeit ist, entkräftet worden ist. Egal was kommt, es wird gut. Ich kann Menschen verstehen, die sich natürlich Sorgen machen über die aktuelle Situation der SPD. Ich meine, wir haben Umfragewerte, die sind nicht gut. Das muss man ganz klar sagen. Aber wie kann die SPD wieder nach vorne kommen? Wir müssen viel, viel mehr erklären, was es alles nicht gäbe, wenn die SPD nicht mit in dieser Regierung wäre. Glauben Sie, dass wir ein gutes Kita-Gesetz oder ein starkes Familiengesetz hätten, ohne die SPD in dieser Regierung? Sie lächeln ja unheimlich oft, aber so... Finden Sie das störend? Nein, ich will nicht mehr sagen, und ich finde es super. Aber Sie lächeln da auch. Ja. Es macht einfach mehr Spaß. Ja. Egal, es wird gut, sowieso.